Etwa 67% aller Männer wollen den sportlich-athletischen Körper. Was aber formt diese Traumfigur und das an den richtigen Stellen? Nun, eine regelrechte Gestaltung des Körpers erreicht man nicht auf dem Zimmerfahrrad und nicht durch Laufen oder nordische Gangarten. Es muss schon ein gezieltes Widerstandstraining sein. Dessen Erfolge lassen sich mit denen allgemeiner Sportarten nicht vergleichen. Deshalb gibt es ein Universitätsgutachten der Sportwissenschaft. Das beweist für Männer 38 cm neue sportliche Umfangmaße schon nach 36-maligem Training. Und das bei nur 15 bis 20 Minuten Einsatz an jedem zweiten Tag. Da erlebt man also ziemlich plötzlich an 7 Körperpartien seine eigene athletische Formgebung. Ist dann der Wunschkörper erreicht, genügt ein einziges Erhaltungstraining alle 10 Tage, um ein Leben lang auch gut in Form zu bleiben. Und für viele ist auch neu, dass solche Muskulatur direkte Verbindungen zu unserer Gesundheit hat. Die Sportbiologie bestätigt zum Beispiel, dass ein Kraftanstieg der Muskulatur die inneren Organe gleich mitkräftigt. Wer möchte auf diesen Gesundheitsfaktor wohl verzichten? Das und weitere 14 Entdeckungen werden Sie gleich noch begeistern. Erfahren Sie also jetzt und hier alles über Ihren Körper von morgen und alles über eine neue Welt futuristischer Trainingsmaschinen, der sogenannten Handheld-Class. Die weibliche Formung durch Muskulatur bleibt jedoch weiblich. Das macht der andere Hormonhaushalt. Die gesetzten Trainingsreize formen dann eine straffe Bikini-Figur. Im Übungsteil für die Damen erfährt man darüber noch Erfreuliches von einer Professorin der Sportwissenschaften, sozusagen von Frau zu Frau. Dennoch gibt es auch gleiche Trainingseffekte bei Frau und Mann, zum Beispiel eine erhöhte Fettverbrennung. Und die setzt sich sogar noch fort, wenn das Training längst beendet ist. Die Wissenschaftler des National Institute of Aging in Dallas, USA, haben dazu einen Lehrsatz geprägt. Er lautet: Muskulatur hält besser schlank als hungern. Deshalb erblickt man hier sowohl am männlichen als auch am weiblichen Körper kein Gramm überflüssiges Fett. Sie blicken nur auf die von der Muskulatur gezeichneten Konturen. Ist also die Muskulatur die Lösung für den Traumkörper? Ja. Und dabei sind Sie auch noch Ihr eigener Bildhauer. Das bekräftigt auch Mutter Natur am Beispiel höher entwickelter Tiere. Gefallen Ihnen zum Beispiel die edlen Körperformen eines Rennpferdes, eines Delfins oder eines Geparden? Auch deren Ästhetik wird nur durch die Muskulatur so gestaltet. Auch dort zeichnen sich die Konturen der Muskulatur durch die Haut ab, wie durch ein eng anliegendes Trikot. Nur das gibt dem Körper die sympathische Gestalt. Und nicht anders ist es bei den Menschen. Man muss also nicht lange überlegen. Man befolgt in der Tat Naturgesetze, wenn man die Muskulatur trainiert. Vielleicht empfindet ja Mutter Natur auch uns als höher entwickelte Tiere. Deshalb ist dies die Fitnesswelt von morgen, eine Isokinator-Maschine. Für alle Menschen, für jedes Alter, ab 15 und bis über 80. Sie optimiert die Kräfte der Muskulatur, gestaltet den Körper und löst die Mitkräftigung aller Organe und Funktionen aus. Ein Isokinator übertrifft da sogar 7 riesige Studiomaschinen. Für ein Training zu Hause oder unterwegs. Überall, jederzeit und ohne Monatsbeiträge oder weite Wege zu einer Sportstätte. Ein Isokinator hält enorme Kräfte bereit und überträgt die in ihre 7 Hauptmuskelgruppen und in bis zu 400 Hilfs- und Nebenmuskeln. Für das Training selbst muss man keine Sportskanone sein. Jeder kann es. Viele Aufgaben übernimmt die Maschine selbst. Das Cockpit,
bietet für absolute Anfänger bis hin zum hochtrainierten Herkules einstellbare Übungswiderstände zwischen 0,5 bis 90 oder gar 180 Kilogramm. Stufenlos einstellbar, Gramm für Gramm und Kilo für Kilo. Das alles gehört in die Hände der Menschen. Eine wahre Deluxe-Qualität mit 20 Jahren Garantie. Die verblüffende Maschine entsteht durch den Einsatz von Laserstrahlen, Spezialdrehbänken, Glaskugelbeschuss, 1200 Grad Hitze und sorgfältiger Handmontage. Ein Isokinator besteht zu 70,33% aus Edelstahl rostfrei. Die Seele der patentierten Maschine ist eine ermüdungsfreie Konstruktion aus Carbonstahl. Sie übernimmt allein bis zu 70 verschiedene Aufgaben. Eine Platine aus Raumfahrtlegierung AIMG3 schließt die 12 mm flache Konstruktion ab. Das Cockpit hat eine Fläche von 18 x 8 cm und alles zusammen passt sogar in die Hosentasche. Kompakter und stabiler kann eine Hochleistungsmaschine nicht sein. Wer das alles nun schon in sich aufgenommen hat, will auch wissen, wie man damit trainiert. Deshalb eine Kostprobe aus dem Übungsprogramm vorab. So trainiert man heute zum Beispiel die Arme. Auf einer Körperseite den Bizeps und gleichzeitig auf der anderen Seite den Trizeps. Sie werden in keiner Sportstätte dieser Welt eine Trainingsmaschine finden, die diese beiden Muskeln gleichzeitig trainiert. Und schon der erste sportliche Umfangzuwachs ist gesund. Er unterstützt nämlich den Rückstrom des Blutes zum Herzen, auch wenn das Training längst beendet ist. Das ganze Übungsprogramm für Arme, Beine, Bauch, Rücken, Schultern, Brustkorb und Po aber folgt ja erst noch in dieser Dokumentation. Erfahren Sie jetzt noch weitere Vorteile Ihrer Muskulatur, die 92% aller Menschen noch gar nicht kennen. Es war der Sportwissenschaftler Professor Siegfried Israel, der die Menschheit mit der Erkenntnis verblüffte, dass unsere inneren Organe nichts anderes sind als Diener und Versorger unserer Muskulatur. Wird nämlich die Muskulatur größer und stärker, passen sich die Organe an und werden auch größer und stärker. Gibt es etwas Besseres für unsere Gesundheit als die Vermeidung schwacher Organe? All das übertrifft in seiner Mächtigkeit die Vitaminlehre, Biokost, Diäten und die körperlichen Effekte der meisten Sportarten. Solche nachhaltig gestärkten Organe sind Natur pur. Hier der Lehrsatz des Professors. Zur Überraschung vieler Menschen ist aber die Muskulatur auch selbst ein Organ, nämlich unser einziges Fettverbrennungsorgan. Mehr Muskulatur bedeutet ganz einfach deshalb mehr Fettverbrennung, sogar mit Nachbrenneffekt über 24 bis 48 Stunden. Lassen Sie also Ihre Muskeln stärker werden und Sie erleben schon heute die Fitnesswelt von morgen, nämlich Gesundheit durch Muskulatur. Oder etwas internationaler, Health by Muscles. Zwei Begriffe, die sich gegenseitig ergänzen. Für den besten Körper Ihres Lebens. Kraftvolles Muskeltraining stärkt aber auch die Knochen, die Gelenkknorpel, Sehnen und Bänder und stabilisiert die Wirbelsäule. Kraftvolles Muskeltraining optimiert Hirnleistungen, das Immunsystem, die Tätigkeit von Herz und Kreislauf, den Hormonhaushalt und kraftvolles Muskeltraining führt zu einem besseren und freieren Blutdurchlauf im gesamten Gefäßsystem. Solche Naturleistungen kann ein auf Kraft trainierender Muskel am besten erbringen. Deshalb empfiehlt sich ein Muskeltraining nicht im Schongang. Das Training ist dann unterschwellig und nutzlos, wie leider viele Fitnessbemühungen.
Bleibt der Muskel, wie er ist, kann er nicht zeigen, was er kann. Alleiniges Joggen, Gymnastik oder Golf können solche übergreifenden Effekte nicht aufbauen, weil es Bewegungsarten ohne entsprechende Widerstandsüberwindung sind. Der Sportwissenschaftler Professor Ingo Frohböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln mahnt deshalb ebenfalls Kräftigung an. Sein Lehrsatz lautet: Muskeltraining nicht im Schongang. Und für alle von 15 bis über 80 ergänzt er noch, dass dieser Lehrsatz unabhängig vom Alter gilt. Diese 24-karätigen Goldkugeln oben im Cockpit verständigen sich mit Ihnen. Es ist das sogenannte Trainerhirn eines Isokinators. Es meldet während der Übungen durch verschiedene Bewegungen oder Stillstand der Kugeln die korrekte Kraftbeibehaltung. Das funktioniert ohne Batterien und zeigt auch an, ob man pro Muskel zu wenig oder zu viel Widerstand einstellte. Dadurch ist Ihr Training absolut fehlerfrei. Genießen Sie trainierende Muskeln. Denken Sie einmal an ein wohltuendes Recken nach langer Untätigkeit. Ähnlich fühlen Sie die Übungen mit einem Isokinator. Ja, zwei Fäuste und ein Isokinator auf Dauerzug. Der Dauerzug macht aus Händen und Gerät einen wahren Kraftblock. Und den müssen Sie nur noch bewegen. Ihre Muskulatur trainiert dann so lange mit der eingestellten Kilozahl, bis etwa 10 gleiche Übungsbewegungen beendet sind. Isokinator-Maschinen bieten Anfängern und Fortgeschrittenen gramm- und kiloweise einstellbare Gegenkräfte bis zu 180 Kilogramm, Hebelwirkungen mit eingerechnet. Sie müssen auch nie mit ihrer Maximalkraft trainieren, sondern nur mit 70%. Diese Kraftstufe ermittelt ein Isokinator selber. Man macht mit dem Gerät alle 10 Tage einen kurzen Maximalkrafttest und die Maschine zeigt dann mit 2 Goldkugeln einen 70% Wert an, mit dem man einfach weiter trainiert. Die weit in die Zukunft reichenden Erfindungen der Kölbel-Trainingsforschung führten sogar zu einem Isokinator Spaceman für kommende Raumfahrtmissionen. Das Gerät ersetzt an Bord den Muskeln die Schwerkraft. Natürlich können Sie damit auch auf der Erde trainieren, dann aber nach irdischer Trainingskarte. Dazu erhalten Sie sogar eine Expertise über die Raumfahrttauglichkeit der Maschine. Darin würdigt die US-Raumfahrtbehörde NASA schon das erste Modell der Maschine als eine interessante und wohlüberlegte Konstruktion und dokumentiert es schriftlich. Aber haben nicht größere Maschinen auch größere Erfolge? Nein, dem Muskel ist es egal, woher ein Trainingswiderstand stammt. Ob nun aus einem Gerät in PKW-Größe oder aus einer Isokinator-Maschine, die sogar in die Hosentasche passt. Die eingestellten 10, 30, 50 oder 90 Kilo bleiben immer 10, 30, 50 oder 90 Kilo, egal wo die herkommen. Auch die Fachpresse bestätigt nach einem Test die Überlegenheit der neuen Technik. Musik
Ein Isokinator kann sie begleiten, wie eine Armbanduhr oder ein Handy. Die Muskelmaschine in der Hosentasche macht aber durchaus Sinn, denn plötzlich kann man ja trainieren, wo man will. Zu Hause natürlich ohnehin, jetzt aber auch im Hotelzimmer, in einer Arbeitspause, in einer schönen Badebucht, im Wald, in der Pause langer Autofahrten zur Umwälzung von Ermüdungsstoffen. Ja, sogar im Sitz eines Überseejumbos, um einen Blutstau zu vermeiden. Der Isokinator ist tatsächlich das erste Fitnessbegleitgerät der Menschheit. Das unbedingte Muss eines ernsthaften Trainingsgerätes aber sind schnell einstellbare Widerstände. Die kann man sehr einfach dem laufenden Kraftzuwachs anpassen. So fördert man Erfolge, die früher gar nicht denkbar waren. Wählen Sie also mit Daumen und Zeigefinger am Kiloregulator Ihren ganz persönlichen Trainingswiderstand pro Muskel. Und lassen Sie den einfach genauso aufwärts gehen wie Ihre ständig steigenden Kräfte. Solche Signale geben die Goldkugeln mitten im Training. Hier stehen die Kugeln genau über diesen Lochmarkierungen. So ist der gezielte Widerstand okay und das Training ebenfalls. Gleiten die Kugeln aber über die Lochmarkierungen hinaus, nach außen, kann man schon etwas mehr Widerstand einstellen. Streben die Kugeln dagegen zur Mitte, haben sie in der Übungskraft etwas nachgelassen, was sie sofort korrigieren können. So werden sie laufend geleitet, motiviert, gelobt und immer erfolgreicher. Aber wissen Sie, was sie da in Wirklichkeit tun? Sie kommunizieren mit einer Maschine über Trainingsfragen. Faszinierend. Hier das aufregende Beispiel für ein dreifach kombiniertes Brustkorbtraining, das hier weltweit erstmalig gezeigt wird. Ein wahres Crossfire-Workout mit drei verschiedenen Brustmuskelübungen. So entsteht ein sportlicher Brustkorb in Rekordzeit. Jede Übung wird mit überkreuzten Unterarmen durchgeführt, die durch einen Druck nach außen die Brustmuskeln angespannt halten. So erfolgt über drei Übungen von links nach rechts ein wahres Kreuzfeuer von 10 auf- und abgeführten Bewegungen, gefolgt von 10 kreisförmigen und 10 waagerechten Übungen. Ihre Gesundheit freut sich da sehr schnell über ca. 30% mehr Atemvolumen und eine sportgerechte Versorgung der Herzkranzgefäße. Langes Warten auf den Erfolg ist absolut out. Schon während der ersten 5 Trainingstage zeigen sich im häuslichen Spiegel attraktiv sportliche Anfangskonturen, was mit keiner allgemeinen Sportart zu erzielen ist. Aber es kommt noch toller. Bei einem Isokinator erleben Sie am Modell Green Giant sogar die Gegenkräfte von 2 Kiloregulatoren. Sie können also zwischen 1 und 180 Kilogramm jeden beliebigen Trainingswiderstand stufenlos einstellen. Das Gerät zeigt auch eigene Muskeln. Es sind die 20 mm hohen Kraftspulen des Isokinators. Trotzdem kann mit diesem weltweit stärksten Maschinenformat auch schon ein Anfänger sofort fehlerfrei trainieren. Maschinenteile aus Carbonstahl warten mit Kräften von 1 bis 180 Kilogramm auf menschliche Gegenmuskeln, die sich aufbauen wollen. Erleben Sie ein genial gesteuertes Training. Gönnen Sie sich eine Muskulatur, die jedes Mal höhere Widerstände bewältigt. Bei all dem ist ein Isokinator stabil wie ein Amboss. Er kann sogar weitervererbt werden. Die Maschine ist nämlich nie verschlissen, nie überholt und nie veraltet. Ein Isokinator heißt übrigens Isokinator, weil man damit ein isokinetisches Training betreibt. Isokinetisch bedeutet gleichbleibende Bewegungsenergie. Das muss man illustrieren. So zeigt denn auch das rechte Bild, wie ein Isokinator den Kilogrammwert 100%ig beibehält. In jeder Winkelstellung, auf jedem Bewegungszentimeter, völlig gleichbleibend. Und sogar an den Umkehrpunkten jeder Bewegung. Das baut jeden Muskel viel schneller auf. Das linke Bild zeigt den Vergleich zu einer Hantel.
Da überträgt sich die volle Kilozahl nur in der Mitte einer Bewegung hundertprozentig auf den Bizeps. Anfang und Ende der Bewegung sind am toten Punkt einer Hebelwirkung, die für den Bizeps nur noch 10% Trainingswirkung hat. Ein wissenschaftlicher Test des Isokinators unter Leitung des akademischen Direktors Günther Behrens vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Hannover, heute Leibniz-Universität, erzielte bei Sportstudenten, die ja schon vortrainiert waren, nach 36 Mal Training noch weitere 38 cm hinzugewonnene Muskelumfangmaße. Und die verteilen sich so. Ein solches Resultat ist mit allgemeinen Sportarten nicht zu erzielen. Hier aber war es eine Draufgabe bei Sportstudenten, die ja schon eine praktizierte Muskulatur hatten. Ein absoluter Trainingsanfänger aber geht ja von einer niedrigeren Basis aus. Deshalb kann er noch weitere 30% Erfolg draufpacken. Und noch mehr passiert, wenn Erfolge von Bein-, Bauch- und Taillenmuskulatur dazukommen. Ein jeder nehme sich davon, was er schon immer gewünscht hat. Und so entsteht eine Isokinator-Maschine. In jedem Detail so qualitativ wie ein Produkt der Schweizer Uhrenindustrie. In kompakter Hochleistungsqualität. Handmade in Germany. Ohne ein einziges Plastikteil. Ohne Geräusche während des Trainings. Ohne Verschleißteile. Und mit 20 Jahren Garantie. In den USA gilt der Isokinator bereits als Excellent German Engineering Art. Übersetzt wird da also eine hervorragende deutsche Ingenieurskunst gelobt. Da bedankt sich die Kölbel Trainingsforschung gern. We feel very honored. Thank you, America. Aber können Sie jetzt wohl Ihren Augen noch trauen? Ein Isokinator in der Spülmaschine? Das ist aber gar nicht so abwegig. Sollten Sie tatsächlich mal am Badestrand trainieren, kann Ihr Gerät mit Sand, Sonnenöl, Salzwasser, Eiscreme oder umgekippter Limonade in Kontakt kommen. Eine tödliche Mischung für jede Technik. Ihr Isokinator aber kann darüber lachen. Bauen Sie nichts auseinander, stellen Sie einfach ein verschmutztes Gerät ohne Spülmittel in die Geschirrspülmaschine. Nur ein Durchlauf und es strahlt wieder wie neu. Bei kraftvollem Training bildet der Körper Endorphine, sogenannte Glückshormone. Und eine warme Dusche tut das auch. Packen Sie einfach mal beides zusammen und trainieren Sie ein paar stehende Übungen unter der laufenden Dusche. Ihr Isokinator verträgt ja Wasser und Schaum. Zugegeben, dieses Training ist etwas außergewöhnlich. Danach aber spüren Sie ein unbändiges Gefühl zum Bäume ausreißen. Schauen Sie in dieses Gesicht. Stärkere Muskeln entwickeln aber auch mehr Schnelligkeit, was früher sogar bestritten wurde. Heute aber bestätigen das gleich drei Sportwissenschaftler, die Universitätsprofessoren Jürgen Weinig, Martin Bührle und Dietmar Schmidt-Bleicher. Sie sagen, eine Verbesserung der Kraft geht stets auch mit einer Erhöhung der Bewegungsschnelligkeit einher. Nun, da könnten offenbar noch viele Sportarten durch das professionelle Training mit einem Isokinator profitieren. Mehr Muskulatur ist da nämlich bereits gefragt. Fiel es Ihnen auch auf, dass bei der letzten Olympiade gerade die siegreichen Athleten viel muskulöser aussahen als jemals zuvor? Unterscheiden Sie zwischen Sport und Training. Sport ist nämlich nicht immer gesund. Sonst gäbe es ja schließlich keine Sportärzte. Lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. Mit einem Isokinator aber betreibt man keinen Sport, sondern gezieltes Training. Wo aber ist denn da der Unterschied? Nun, Training hat mit Schmerzen, Verschleiß und Verletzungen nichts zu tun. Das kennt man nur vom Sport. Training ist ohne Stress, ohne Ruck, Stoß, Schlag, Anprall, Verrenkung, Sehnenriss, Zerrung, Knorpelschädigung und Überdehnung. Nichts davon passiert.
Trainingsbewegungen mit einem Isokinator, kennen auch kein Überreißen der Gelenke. Vielmehr landet jede Bewegung immer zäh-elastisch in den Endpunkten der Gelenke. Ein Isokinator übernimmt also die körpereigene Gelenkmechanik. Mit anderen Worten, alles wird trainiert, aber nicht traktiert. Das ist Allgemeinsportarten weit überlegen. Allein schon die Beine von Sportlern zeigen bei Kernspinnuntersuchungen 64% Knieabnormitäten, berichtet das American Journal of Rentgenology. Die Unfallrate beim Fußball liegt allein bei 34%. Da fehlt es einfach an stabilisierender Muskulatur. Und etwa 80% aller Jogger sitzen früher oder später mit Beinbeschwerden im Wartezimmer des Orthopäden. Ist also Sport gesund? All das kann bei den zäh-elastischen Bewegungsfolgen einer Isokinatormaschine nicht auftreten. Es ist nämlich Training statt Sport und löst gerade deshalb ungestörte Erfolge aus. Werfen auch Sie vor dem häuslichen Spiegel einen prüfenden Blick auf Ihre Muskulatur. Es muss ja keiner daneben stehen. Vergleichen Sie das Resultat mit den Erkenntnissen der Kölbel-Trainingsforschung. Erfahren Sie jetzt, wie Ihre Muskulatur während und nach einem Training an der körperlichen Konstruktion arbeitet, während Sie sich nur auf das eigentliche Training konzentrieren. Sie erfahren zu jedem Thema auch die Herkunft neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und deren wissenschaftliche Beweisführung aus den Veröffentlichungen der Sportwissenschaft, der Sportmedizin und der Sportbiologie. Ein Training für V-Form und Brustkasten erzielt etwa 30% mehr Atemvolumen. Solche bis in den letzten Winkel durchlüfteten Lungen bieten wohl kaum noch einen toten Winkel, in dem sich Viren oder Bakterien lange ansiedeln können. Die Sauerstoffrate im Blutstrom wird ebenfalls angehoben, entlastet den Herzmuskel und versorgt das Gehirn. Welche Sportart kann das auch? Der Vergleich von zwei Wirbelkörpern beweist den Anstieg der Knochendichte durch ein kraftorientiertes Training. Der obere Wirbel lernte ein solches Training nie kennen. Er weist große Lücken innerhalb der sogenannten Knochenbälkchen auf. Der untere, stabile Wirbelkörper hat dagegen Knochenbälkchen von hervorragender Dichte, jedoch nur durch ein kraftvolles Training und nicht durch Ausdauertraining, wie zum Beispiel Laufsportarten. Auch Blutgefäße trainieren mit. Ein isokinetisches Krafttraining entwickelt nach ca. 6 Minuten auch Ausdauereffekte. Man bemerkt es am sportgerechten Puls und am vertieften Atemgang. Beides führt bereits in wenigen Wochen zu einer besseren Elastizität der Arterienwände und zu einer Steigerung des versorgenden Blutflusses. Alle Blutgefäße erhalten mehr Durchlass, nicht nur in den Arterien, die zum trainierenden Muskel führen, sondern im gesamten arteriellen Gefäßsystem. Sogar neue Blutgefäße bilden sich. Man nennt sie die Kollateralen. Eine bessere Vorbeugung gegen Arterienverkalkung, der sogenannten Arteriosklerose, ist wohl kaum denkbar. Die Durchblutung des Herzmuskels ist durch Training 15- bis 20-fach stärker als durch die wirksamsten Pharmaka. Das sagt der Sportmediziner Professor Dr. Wildo Hollmann. Deshalb kombiniert ein Isokinator Kraft mit Ausdauereffekten. Wer aber wegen Herzbeschwerden in ärztlicher Behandlung ist, sollte sein Trainingsvorhaben beim Arzt besprechen. Kann man überhaupt sein Herz überanstrengen? Nein, sagt die Sportwissenschaft und begründet das mit dem Lehrsatz: Muskelkraft ermüdet immer vor der Herzkraft. Krafttraining aktiviert die natürlichen Killerzellen des Körpers um das Neunfache. Das ist eine Sofortreaktion innerhalb weniger Minuten nach Trainingsbeginn, die noch für bis zu 1,5 Stunden nach dem Training anhält. Es ist die wohl schnellste natürliche Stärkung des Immunsystems.
Eine Veränderung der Winkelstellung am unteren Brustkorb mit einem Isokinator führt zur Vertiefung der Atmung und erhält ein Leben lang die wichtige Beweglichkeit der Rippen. Das ist das genaue Gegenteil einer unbeweglichen Fassbrust im Alter. Anti-Aging durch Muskeltraining? Professor Dr. Wildur Hollmann, Ordinarius für Kardiologie und Sportmedizin, lehrt: Auch 70- oder 80-Jährige haben schon nach einigen Wochen Training eine organische Leistungsfähigkeit wiedererlangt, die den Durchschnittswerten von 20 Jahre jüngeren Personen entspricht. Es gelingt durch geeignetes körperliches Training gewissermaßen 20 Jahre lang 40 zu bleiben. Knochenentkalkung, also Osteoporose, führt oft zu einem Zusammensacken der Wirbelsäule. Der Sportwissenschaftler Professor Dr. Jürgen Weineck bezeichnet aber Osteoporose nicht etwa als Schicksal, sondern als typische Bewegungsmangelkrankheit und veröffentlicht den deutlichen Lehrsatz: Wer lebensbegleitend ein adäquates Krafttraining betreibt, hat keine Osteoporose. Die Professoren Herholz und Hollmann erforschten, dass die Durchblutung des Gehirns umso besser ist, je mehr sich körperliche Übungen einem Krafttraining nähern. Bei Belastungen mit nur 25 Watt Widerstand, zum Beispiel durch Laufsport, ergab sich für das Gehirn eine Durchblutungserhöhung von 15%. Bei 100 Watt Widerstand, das entspricht Krafttrainingsabläufen, liegt sie jedoch nicht bei 15, sondern bei 40%. Die besser versorgten Gebiete erstreckten sich über die gesamte Großhirnrinde. Das bekommt den grauen Zellen gut. Merkfähigkeit, Kreativität und Denkvermögen optimieren sich überraschend schnell. Verspannte Halswirbel haben oft nur einen schwachen Muskelschutz. Sie verspannen sich dann mit sogenannten Gefügestörungen, die von einem Chiropraktiker behandelt werden müssen. Starke Genickmuskeln aber sind der beste Halt für die Halswirbel. In der Gesellschaft schwacher Genickmuskeln gibt es oft auch abstehende Schulterblätter. Da hilft ein Training, das genau gezielt diese Muskelgruppen stärkt. Dann legen sich die Schulterblätter wieder an und sind im Muskelgefüge eines starken oberen Rückens gut aufgehoben. Der athletische Brustkorb hat sein frühes Vorbild schon in den Stories und Comics über Superheroes und Supermänner. Das war früher noch anatomischer Wunschtraum. Heute aber ist der Gladiator-Brustkorb durch gezieltes Training machbar. Ein Isokinator bietet dafür Übungen mit großen Effekten auf Brustmuskeln, Rippenanhebung, Atemvolumen, Zwischenrippenmuskeln und Rückenaufrichtung. Das bietet keine Allgemeinsportart in dieser Intensität. Die empfindlichsten Muskeln des Menschen sind die unteren Rückenmuskeln in Taillenhöhe. Ohne ein gezieltes Training sind sie empfindlich und flach, stellen deshalb keinen Wärmeschutz dar und können den Sitz der unteren Rückenwirbel kaum stabilisieren. Sie verspannen sich schon bei geringster Kälteeinwirkung. Das genaue Gegenteil ist die Rückenmuskulatur dieses Self-Made-Athleten. Auffällig sind gerade hier die beiden Muskelhügel neben den Rückenwirbeln in Taillenhöhe. Ein solcher Rücken hat einfach keine Schwächen mehr. Mit gleich 5 Effekten rückt ein Isokinator einem Bauch zu Leibe. Durch das Training der Bauchmuskeln kommt es zunächst zu einer Straffung der gesamten Bauchdecke. Die wölbt sich von Training zu Training mehr und mehr nach innen anstatt nach außen. Der Darm ist so wieder straffer umfasst und kann große Nahrungsmengen nicht mehr so lange speichern und auswerten. Ihre eigenen Bauchmuskeln massieren und walken während des Trainings den inneren Bauchraum, wie die tiefgreifenden Hände eines Sportmasseurs. Dadurch wird der Speisebrei auch schneller befördert. Ihre neue Muskulatur aber meldet bald eigenen Appetit an. Meist auf eiweißhaltige Nahrungsmittel, die der Muskulatur helfen
und nicht dem Fettanbau. Kraftbezogenes Training hat dabei 90% bessere Effekte zur Reduktion von Körperfett als Ausdauertraining wie Laufen oder Joggen. Was machen Sie bei unerträglicher Belastung? Möchten Sie eine Vase zerschmettern oder mit der Faust auf den Tisch hauen? Das ist ein Drang nach sofortiger Muskelarbeit, um Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin abzubauen. Die Steinzeit lässt grüßen. Wer da vor einem wutschnaubenden Auerochsen stand, brauchte diese Hormone. Er musste nämlich sofort kämpfen oder sofort fliehen. Durch den Muskeleinsatz bauten sich die Stresshormone dann schnell wieder ab. Durch Endorphine und Dopamin, den sogenannten Glückshormonen. Haben Sie also Stress, lösen Sie das Problem durch Muskelarbeit. Machen Sie einfach ein Workout mit dem Isokinator. Dann können Sie beobachten, wie aus Ihren alarmgeweiteten Pupillen sanfte Rehaugen werden. Wie Blutdruck, Puls und Stresshormone zurückfahren. Kurz, Ihr Körper gibt Entwarnung und macht Sie sogar euphorisch. Sie können sich wieder entspannen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO versteht unter Gesundheit nicht nur ein Freisein von Krankheit und Gebrechen, sondern einen Zustand optimaler Körperfunktionen. Diese Definition ist weise und neu und im Sinne von Mutter Natur. Denn optimale Körperfunktionen können wir mit Training aufbauen oder wiedererlangen. Und während unsere Muskulatur kräftiger wird, bewirkt sie über Botenstoffe die Mitkräftigung von Herz, Gehirn, Gelenken, Atemsystem, Blutgefäßen, Immunsystem, Knochensubstanz und Fettverbrennung. Dies sind unsere neuen und wahren Stärken und sie sind mächtig. Die V-Form des Rückens. So stärken Sie die V-förmigen breiten Rückenmuskeln und die Zwischenrippenmuskeln. Beide Körperseiten erhalten im ständigen Wechsel Vordehnungen und Anspannungen mit 70%iger Maximalkraft. 3 Sätze von je 10 Wiederholungen sind für alle Übungen genau richtig.
bei jedem Seitenzug ausatmen und bei jedem Hochgehen einatmen. Dehnung und Kontraktion für V-Form und Rippen. Halten Sie die Maschine unter Dauerzug hoch über dem Kopf, mit möglichst gestreckten Armen. Dann langsame Pendelbewegungen nach rechts und links, soweit Sie kommen. Es darf in den breiten Rückenmuskeln und am seitlichen Brustkorb fühlbar spannen. Gut sind 3 Sätze von je 10 Pendelbewegungen. Der Brustkasten unten. Dies ist eine Alternativübung für einen größeren Öffnungswinkel der unteren Rippenbögen. Dafür lässt man den Isokinator unter kräftigem Dauerzug beider Hände 10-mal langsam über dem Kopf kreisen. Danach noch 2 Sätze von je 10 Kreisungen. Die Atmung frei ventilieren lassen. Der obere Rücken und die Schultern. Der auf Dauerzug gehaltene Kraftblock aus 2 Händen und Gerät beschreibt jetzt senkrechte Kreise vor dem Körper. Bitte 3x10 Kreise. Bei jedem Hochgehen einatmen, bei jedem Herunterkreisen ausatmen. Und nun der Brustkasten oben. So wird der obere Brustkasten trainiert. Die kurzen Griffschlaufen der Isokinator-Maschine werden dazu mit gekreuzten Armen erfasst und ein Dauerdruck nach außen erzeugt. Alle 10 Übungsbewegungen verlaufen waagerecht vom Körper weg und dahin zurück. Danach noch 2 weitere Sätze. Beim waagerechten Wegdrücken ausatmen. Beim Heranziehen einatmen. Der Brustkasten oben und der Herzmuskel. Hier ist das Aufbautraining für die Brustmuskeln mit sportgerechten Vordehnungen des Muskels kombiniert. Die Durcharbeitung der Brustmuskeln versorgt reflektorisch auch die Herzkranzgefäße mit besserer Durchblutung. Bitte 3 Sätze von je 10 Wiederholungen. Bitte von der Mitte her zu jeder Seite hin einatmen, auf dem Rückweg zur Mitte jeweils ausatmen. Und hier geht es um den gesamten Brustkasten. Suchen Sie unter den größten Fitnessmaschinen dieser Erde gar nicht erst nach einer solchen Trainingstechnik. Erstmalig werden hier die Brustmuskeln und der gesamte Brustkorb in Kreisform durchgearbeitet, wie es bisher nicht möglich war. In einem Satz mit aller Kraft 5-mal links herum und 5-mal rechts herum. Optimal sind insgesamt 3 solcher Sätze. Bei jedem Hochgehen einatmen, bei jedem Herunterkreisen ausatmen. Und jetzt folgen die seitlichen Schultern. Das macht den Schultergürtel breit. Die Maschine mit gerade gestreckten Armen unten vor den Oberschenkeln auf Dauerzug nehmen. Dann dicht vor dem Körper mit den gestreckten Armen 3 Sätze à 10 langsame Pendelbewegungen nach rechts und links machen, bis der jeweils obere Arm in Augenhöhe ist. Bei jedem Hochgehen einatmen, bei jedem Heruntergehen ausatmen. Hier folgen die Übungen für die hinteren Schultern. Das Gerät mit gestreckten Armen waagerecht vor dem Körper halten. Das Kraftpaket aus 2 Händen und Isokinator in einer großen horizontalen Kurve in 3 Sätzen à 10 Wiederholungen langsam zwischen rechts und links außen hin und her führen. Zu jeder Seitstreckung hin einatmen. Bei jeder Rückführung bis vor die Körpermitte ausatmen. Und nun die Schultern rundum.
Die großen Schlaufen um die Handgelenke legen und die Arme waagerecht nach vorn strecken. Imitieren Sie langsame halbe Propellerdrehungen links und rechts herum. Der Isokinator bildet die Mitte der Drehungen. Die Atmung frei ventilieren lassen. Nun der Gesamtrücken. Auf den Bauch legen, den Oberkörper und die gestreckten Beine geschlossen anheben. Dabei gleichzeitig den Isokinator vor dem Kinn auf Dauerzug nehmen. 3 Sätze mit 10 Anspannungen über jeweils 3 Sekunden. Die Atmung bitte frei ventilieren lassen. Nun die Oberschenkel. Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen aufrecht hin. Legen Sie Ihre Handgelenke in die großen Griffschlaufen. Ihre freien Hände umgreifen dann beide Knie von außen. 2 oder 3 freie Finger können dabei jeweils als Gegenhalt in die Kniekehlen fassen. Das Gerät liegt auf den geschlossenen Oberschenkeln. Die Knie gegen den Widerstand des Gerätes auseinanderdrücken und so halten, während Sie langsam halbe oder ganze Kniebeugen machen. Bei jeder Beugung einatmen, bei jeder Streckung ausatmen. Bitte 3 Sätze von je 10 Wiederholungen. Jetzt folgen die Oberschenkel mit Ausfallschritt. Machen Sie mit dem rechten Fuß einen Ausfallschritt nach vorn. Das rechte Knie ist gebeugt und das linke Bein weit nach hinten gestreckt. Der rechte Fuß steht in einer großen Schlaufe, die linke Hand erfasst die andere Schlaufe. Dann einen energischen Dauerzug erzeugen und das rechte Knie 10-mal beugen und strecken. Danach noch 2 Sätze dieser Art. Und danach die Körperseiten wechseln. Die Ausatmung erfolgt bei jedem Beugen, die Einatmung beim Strecken. Hier folgt die Kombination von Bizeps und Trizeps in einem Training. Stehend oder sitzend die Hände in die kurzen Griffschlaufen legen. Die geschlossenen Fäuste senkrecht übereinander halten, mit der rechten Hand nach oben. Dann auf energischen Dauerzug nehmen und den Oberkörper etwas zurückbeugen. Zwischen beiden Händen kräftige Dauerspannung aufbauen. Dieses Kraftpaket dann langsam heben und senken. Die rechte Hand zieht immer in Richtung Kinn, die linke Hand gleich darauf in Richtung linke Seite Oberschenkel. Nach 3 Sätzen à 10 Wiederholungen die Körperseiten wechseln. Dann ist die linke Hand oben. Bei jedem Aufwärtsziehen ausatmen, bei jedem Abwärtsdrücken einatmen. Und hier folgt der Trizeps, wenn man ihn isoliert trainieren möchte. Stehend mit den Handrücken nach oben in die kurzen Griffschlaufen fassen. Dann in Bauchnabelhöhe Dauerzug aufbauen und das Kraftpaket langsam je 10-mal nach rechts und links führen. Bis zur jeweils vollständigen Armstreckung neben dem Körper nach hinten. Mit scharf gespannten Trizeps am Ende der Bewegung. Ausatmen bis hin zur jeweils vollständigen Streckung. Einatmen bei Rückführung bis zur Körpermitte. Und jetzt werden Bauch, Beine und Po in einer Übung kombiniert. In Rückenlage mit den großen Schlaufen einen Dauerzug zwischen den Füßen aufbauen. Diesen Kraftblock langsam mit den Knien in Richtung Kinn beugen und danach die Beine wieder vollständig strecken. Am Ende jeder Streckung die Oberschenkel einmal scharf anspannen und danach die nächste Beugung einleiten.
Bitte 3 Sätze von je 6 bis 10 Wiederholungen. Bei jeder Beugung ausatmen, bei jeder Streckung einatmen. Jetzt folgen die geraden und schrägen Bauchmuskeln. Legen Sie sich flach auf den Rücken und stellen Sie beide Füße so nahe zu den Po-Muskeln, dass Ihre Knie etwa einen rechten Winkel bilden. Nehmen Sie die Unterarme über Kreuz und fassen Sie in die Schlaufen des Gerätes. Geben Sie mit gestreckten Armen einen Dauerdruck auf die Schlaufen, wie bei einer Brustmuskelübung. Führen Sie nun durch Anhebung des Oberkörpers Ihre Hände abwechselnd rechts und links an den aufgestellten Knien vorbei, soweit Sie kommen. Bitte machen Sie die Bewegungen langsam und konzentriert und legen Sie dabei den Oberkörper nicht auf dem Boden ab. Der Grund für den Erfolg dieser Übung ist, dass während Ihrer Durchführung der gesamte Oberkörper zusammen mit den Bauchmuskeln eine einzige hochkontrahierte Muskelfläche auf dem vorderen Rumpf bildet, was mit keiner anderen Sportart möglich ist. Bei jeder Beugung ausatmen, bei jeder Rückführung der Bewegung einatmen. Jetzt eine durchgreifende Übung für den Bauch und den unteren Rücken. In Rückenlage die Arme seitlich wegstrecken und das Gerät zwischen beiden Füßen auf Dauerzug nehmen. Die Knie so weit anziehen, bis die Oberschenkel senkrecht stehen. Dann beide unter Dauerzug stehenden Knie abwechselnd und langsam nach rechts und links absenken, soweit sie kommen. Der obere Rücken und die seitlich ausgestreckten Arme bleiben dabei fest auf dem Boden liegen. 5 Absenkungen zu jeder Seite ist ein Satz, danach noch 2 Sätze. Die Übung beseitigt auch Gefügestörungen der Wirbelsäule. Bei jedem Absenken ausatmen, bei der Rückführung bis hin zur Körpermitte einatmen. Jetzt eine Spezialübung für Bauch, Beine und Po. In Rückenlage das Gerät mit den großen Schlaufen zwischen beiden Füßen auf Dauerzug nehmen. Langsam die Knie mal zur linken und mal zur rechten Schulter ziehen. Beide Körperseiten 5-mal ansteuern. Das ist ein Satz. Danach noch 2 weitere Sätze. Bei jeder Beugung ausatmen, bei jeder Streckung wieder einatmen. Hier eine Übung für den gesamten oberen Rücken. Stellen Sie sich aufrecht hin. Halten Sie den Isokinator mit gestreckten Armen hoch über den Kopf. Nehmen Sie das Gerät kräftig auf Dauerzug und senken Sie die Arme im großen Bogen 10-mal nach vorn in die waagerechte Armposition. Danach noch 2 Sätze von je 10 Wiederholungen. Ausatmen beim Absenken, einatmen beim Hochgehen. Und hier folgen die Übungen mit der Hook-Schlaufe. Für außergewöhnliche Übungen mit dem Isokinator gibt es eine große Zugschlaufe mit schwerem Sicherheitshaken. Es geht jetzt um die Abgrenzung des unteren Brustmuskels. Stehend das rechte Bein seitlich sehr weit abspreizen mit dem Fuß in der Hook-Schlaufe. Dann mit gestrecktem rechten Arm einen starken Dauerzug aufbauen, beibehalten und die rechte Hand 10-mal hinunter zum linken Knie führen. Der Oberkörper begleitet das Training durch Beugung. Insgesamt 3x10 Wiederholungen. Dann die andere Körperseite trainieren. Ausatmen beim Beugen, einatmen beim Aufrichten. Jetzt geht es um ein regelrechtes Kampftraining
des Oberkörpers gegen den Unterkörper. Beide Füße in der Huckschlaufe weit auseinander stellen. Eine Kniebeuge machen und zum Beispiel mit Zeige- und Mittelfingern von beiden Seiten in die große Griffschlaufe fassen. Dann drei Sätze von 10 langsamen und tiefen Kniebeugen gegen den Dauerzug am Gerät. Da geht es um eine Trainingskopplung von Beinen, Gesäß, Armen und Schultern. Diese Übung gleicht Disbalancen zwischen Oberkörper und Unterkörper aus. Ausatmen beim Heben, einatmen beim Heruntergehen. Hier geht es um die oberen Rückenmuskeln, seitlich und mittig. Stehend mit Gerät und Huckschlaufe einen waagerechten und energischen Dauerzug aufbauen. Dann mit diesem Dauerzug die geraden Arme langsam rechts und links ziehen, soweit sie kommen. Bitte 3 Sätze von je 10 Wiederholungen. Einatmen, wenn ein Arm in die Seitenposition geht. Ausatmen, wenn ein Arm die Mitte vor dem Körper erreicht. Es folgt die gesamte Durcharbeitung des oberen Rückens. Beide Schlaufen über die Handrücken legen. Dann unter Dauerzug eine Propellerübung machen. Mal kreist die linke Hand nach oben, mal die rechte. Bitte 3 Sätze von solchen halben Drehungen je Arm. Die Atmung frei ventilieren lassen. Hier geht es um die seitlichen Schultern und die Kappenmuskeln. Ausgangsposition wie bei der vorhergehenden Übung. Jedoch den Dauerzug mit nach unten gestreckten Armen hinter dem Körper aufbauen. Dieses Kraftpaket ist dann abwechselnd nach links und rechts hochzuziehen, mit etwas Abstand zum Körper, jeweils bis zur waagerechten oberen Armhaltung. Bei jedem Hochziehen ausatmen. Zunächst ein Trainingsrat von Frau zu Frau. Die Professorin Dr. Martina Herget von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement hat zum Thema Figurtraining für Frauen einen wichtigen Rat. Sie sagt, leider setzen viele Frauen aus Furcht vor Muskelzuwachs auf leichte Übungswiderstände und viele Wiederholungen. Die Professorin führt weiter aus, dass diese Furcht wegen des anderen Hormonhaushaltes unbegründet sei. Zitat: Die weibliche Muskulatur kann gerade durch ein Training gegen höhere Widerstände bei nur wenigen Wiederholungen einen straffen Körper ohne nennenswerte Umfangerhöhungen erreichen. Dadurch sieht man auch im Bikini straffer und wohlgeformt aus. Deshalb empfiehlt sich gerade auch für Frauen ein Maximalkrafttraining. Frauen betreiben statt Krafttraining oft ein Ausdauertraining. Dabei kommen Laufbänder, Crosstrainer und Stepper zum Einsatz, um Gewicht abzubauen. Das kann jedoch die Fettpolster an den Beinen, am Po und an den Hüften nicht im erhofften Umfang reduzieren. Ein Muskeltraining formt die Figur besser und baut Fett wirksamer ab als Ausdauertraining. Denn Fett wird in den Muskelzellen verbrannt. Zudem schüttet der Körper beim Krafttraining noch Adrenalin aus, ein Hormon, das unter anderem den Fettabbau ankurbelt. Zitat Ende. Diese wissenschaftliche Argumentation bestätigt hier im vollen Umfang ein Übungsprogramm, das die Belange der weiblichen Muskulatur und der weiblichen Figurgestaltung in gesunder Form berücksichtigt. Und hier ist es.
Diese Übung unterstützt die leichte V-Form des Rückens. Ein guter Anblick im Bikini oder Abendkleid. Auch die Taillenmuskeln werden gestrafft. Die Beweglichkeit der Brustkorbrippen wird gefördert. Das erhält ein Leben lang das volle Atemvolumen. Stehend den Isokinator dicht über den Kopf auf Dauerzug nehmen. Die Arme sind beide angebeugt. Ziehen Sie das Gerät energisch und langsam rechts und links neben Ihrem Körper nach unten. Der Ellenbogen strebt also in Richtung Taille. Bei jedem Heruntergehen ausatmen. Hier geht es um die Straffung der Taille, die Stärkung der Zwischenrippenmuskeln. Es geht auch um eine Erhöhung des Atemvolumens und der Sauerstoffdurchflutung. Insgesamt auch eine gesunde Reckung des gesamten Brustkorbs. Stehend das Gerät mit Dauerzug und gestreckten Armen hoch über den Kopf halten. Dann nur aus der Taille langsame und große, waagerechte Kreise beschreiben. Ein Satz besteht jeweils aus 5 Bewegungen links herum und 5 rechts herum. Die Atmung bitte frei ventilieren lassen. So erfolgt der Aufbau einer unterstützenden Muskulatur für die weibliche Brustform. Auch ein knochiges Dekolleté verliert so die harten Konturen. Stehend die kurzen Griffschlaufen mit den Händen der gekreuzten Arme erfassen und die Hände nach außen drücken, jedoch mit Dauerdruck. Dann das Gerät mit gestreckten und gekreuzten Armen langsam auf- und abführen, soweit es geht. Bei jedem Hochgehen einatmen, bei jedem Heruntergehen ausatmen. So kommt es zu einer Muskelverrundung gegen knochige Schultern und schwache Schultergelenke. Nehmen Sie das Gerät mit nach unten gestreckten Armen vor den Oberschenkeln auf Dauerzug. Machen Sie mit diesem Dauerzug dicht vor dem Körper mit gestreckten Armen langsame Pendelbewegung nach rechts und links, bis der jeweils obere Arm auf Schulterhöhe ist. Bis zur Schulterhöhe jeweils einatmen. Beim Heruntergehen ausatmen. Dies ist die ideale Übung für den Übergang zwischen Brust und Schulter. In die großen Schlaufen fassen und die Arme waagerecht nach vorn strecken. Dann langsame halbe Propellerdrehungen rechts und links herum. Der Isokinator bildet die Mitte der Drehungen. Die Atmung frei ventilieren lassen. So erreicht man die Straffung von Oberschenkeln, Po und Hüften. Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen aufrecht hin. Legen Sie Ihre Handgelenke in die großen Griffschlaufen. Ihre freien Hände umgreifen dann beide Knie von außen. 2 oder 3 freie Finger können dabei jeweils in die Kniekehlen fassen, sozusagen als Gegenhalt. Das Gerät schwebt zwischen den Knien. Dann die Knie gegen den Widerstand des Gerätes auseinanderdrücken und währenddessen langsam halbe oder ganze Kniebeugen machen. Beim Beugen ausatmen, beim Strecken einatmen. Und so erfolgt ein Trizepsaufbau gegen sogenannte Chicken Wings.
Chicken Wings sind beutelartige Schwachgewebe auf der Oberarmrückseite bei seitlich weggestreckten Armen. Stehend die Hände in die kurzen Griffschlaufen legen. Die geschlossenen Fäuste senkrecht übereinander halten, hier mit der linken Hand oben, dann auf energischen Dauerzug nehmen und den Oberkörper etwas zurückbeugen. Dann zwischen beiden Händen kräftige Dauerspannung aufbauen und beibehalten. Dieses Kraftpaket dann langsam heben und senken. Die linke Hand zieht immer in Richtung Kinn, die rechte Hand gleich darauf in Richtung rechte Seite Oberschenkel. Nach 3 Sätzen à 10 Wiederholungen bitte die Körperseiten wechseln. Dann ist die rechte Hand oben. Beim Hochziehen einatmen, beim Herunterziehen ausatmen. Hier geht es um straffe Bauchmuskeln, um eine Po-Straffung und Stärkung bei einer Rückenschwäche in Höhe der Taille. In Rückenlage die Hände am Kopf lose anlegen und das Gerät mit den großen Schlaufen zwischen beiden Füßen auf Dauerzug nehmen. Dann langsam beide Knie gleichzeitig mal zur linken und mal zur rechten Schulter ziehen. Jede Seite 5-mal ansteuern, das ist ein Satz. Bei jedem Zug ausatmen, beim Strecken jeweils einatmen. Und so stärken Sie den unteren Rücken und stabilisieren die Wirbelsäule in Taillenhöhe. In Rückenlage die Arme seitlich wegstrecken und das Gerät zwischen beiden Füßen auf Dauerzug nehmen. Die Knie so weit anziehen, bis Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden. Dann beide unter Dauerzug stehenden Knie langsam nach rechts und links absenken, soweit sie kommen. Der obere Rücken und die seitlich ausgestreckten Arme bleiben dabei fest auf dem Boden liegen. Bitte 5 Absenkungen zu jeder Seite, das ist ein Satz. Die Übung kann auch Gefügestörungen der Wirbelsäule korrigieren. Bei jedem Absenken ausatmen, bei jedem Hochgehen einatmen. Und das stärkt den gesamten Rücken, strafft den Po und die Rückseiten der Oberschenkel. Auf den Bauch legen, den Oberkörper und die gestreckten Beine geschlossen anheben. Dabei gleichzeitig mit dem Gerät vor dem Kinn einen Dauerzug entwickeln. Dann 5 Sätze mit je 5 Anspannungen von je 5 bis 8 Sekunden. Die Atmung bitte frei ventilieren lassen.